im heutigen Video mein Unboxing von einem Philips Bromex Stabmixer 650 Watt. Herzlich willkommen beim Testeck, ihr lieben Schnäppchenjäger, Couponsucher und Testberichtleser. Ich bin die Petra aus dem schönen Bayerischen Wald und jetzt zeige ich euch mein kleines Unboxing. Ich habe das von der Produkttester-Community von Philips erhalten, das erste Mal für mich. Einen Bromex Stabmixer, 650 Watt, soll leicht zu bedienen sein. Was ich schon mal sehe, man kann oben den Stab herunterlösen. Finde ich optimal, weil unser Alter hat das auch. Und wenn man dann das waschen will, dann braucht man das nicht mit Hand, sondern man kann das normalerweise an Geschirrspüler reintun. Und dabei ist ein Messbecher. Ich mache heute jetzt das Unboxing, weil ich noch nicht weiß, ob ich dazu komme, euch das auch im Gebrauch zu zeigen. Weil momentan ist es ein bisschen turbulent bei uns. Aber wenn, dann gibt es entweder im Blog oder ich mache ein extra Video dazu oder ich schneide es dran. Aber das werde ich dann schon sehen. So, wir machen jetzt einmal auf. Das interessiert mich. Jetzt fällt mir ein, was ich vergessen habe zu schauen, wie viel der eigentlich kostet. So. Darüber ist die Bedienungsanleitung. Er wird mit Kabel angeschlossen. Aha. Einmal soll mal das Schachtel darunter. Oh shit! Da muss ich mich mit meiner Lichtquelle auch mal zusammensetzen, warum das immer so runterfällt. So, wir haben da einen kleinen Becherchen. Normalerweise braucht man den nicht. Ist einfach ein Messbecher. Nicht klar, also ich denke mal, dass der nicht so schnell kaputt gehen wird, wenn er runterfällt. Milchig, sagt man ja dazu. Und der geht bis, schauen wir mal, 500 Milliliter oder 2 Cups oder 16 Oats Mehl wahrscheinlich. Ich kenne mit dem kenne ich mich immer nicht aus. Also Cups weiß ich noch und Milliliter super. So. Ist ein bisschen umständlich. So, da. Hier ist das Kabel. Da drin ist dieser Mixstab. Innen drin ist das da. Und das ist Plastik. Also denke ich mal Spülmaschinen geeignet. Obwohl ich das auch gerne mit der Hand machen würde. Unterschied ist schon, es ist bis, geht schon bis da unten rein. Also meiner ist ein bisschen flacher. Mal schauen, ob man das dann auch so effizient auch reinigen kann, dass man da reinkommt richtig. Schauen wir mal. Dann da drin. Der ist ganz schön schwer. Also wenn ich überlege, den dann zu halten. Das Kabel müsste lang genug sein. So schaut das aus. Ist alles Plastikgehäuse. So, da. Also das ist Zusammenbau, ist leicht erklärt. Dran stecken und er hält. Und darauf habe ich jetzt hier irgendwo, ob das jetzt langt, für einen kurzen Anschmeißtest. Mal kurz gucken. Eieiei. Ich liebe das immer, wenn das so verzwirrt ist, dass ich es dann fast nicht auseinander bekomme. Na, ui. Schon wieder das erste Problem. Ich glaube nicht, dass das lang wird. Schauen wir mal. Also, wie lang ist denn der? Also, ich finde das schon ein Riesendrum. Wir haben da doch ein Lineal. Dreh sich, circa 40 cm lang. In der Breite kann ich es ja gleich sagen. Sonst ungefähr 5. Und der Fuß an sich hat 10 cm. Mit dem Vorderteil 15 cm. Also das und das hat 15 cm. So. Kabel dran. Circa 1 Meter. Kabel ist dran. Circa 1 Meter. Ja, 1 Meter. Leider langt es jetzt nicht bis zum Video, aber ich schmeiß euch den mal an. Hört es? Ich empfinde nicht laut. Blöd, wenn wir kein Verlängerungskabel haben. Also, jetzt hätte ich ihn natürlich da unten drauf drückt, weil bin ich ja doof. Weil hier drückt man drauf und dann geht es wieder runter. Auf und der.
Mama, schnell runter. Und da drüben wird es halt bedient. Es gibt also nur diese eine Einstellung. Draufdrücken und losmixen. Mal schauen. So, jetzt schaue ich noch mal kurz in die Anleitung rein, ob der auch geeignet ist für tiefgefrorene Sachen. Das ist immer saublöd, wenn man das sieht, dass man hier Anleitungen hat und nirgendwo drauf steht. Ist das Garantie? Ist das Anleitung? Und das erste ist Englisch, oder? Englisch. Haben wir noch Deutsch da? Jetzt gucke ich erstmal. Wenn nicht, dann schneide ich es raus aus dem Video. Weil das, was ihr ab und zu jetzt gehört habt, das war die Kids Watch, die beim Aufladen ist und die macht natürlich auch schon wieder Lärm. Aha, da haben wir's. Ah, das Normale ist, nur mit Netzstecker verwenden und überprüfen, ob alles ordentlich da ist. Und es wird nochmal gewarnt, dass die Klingen halt sehr scharf sind. Und es wird empfohlen, bevor man das einschaltet, soll man es erst eintauchen und dann draufdrücken. Und es wird dann darauf hingewiesen, dass es eigentlich nur für die gewöhnlichen Haushalte ist, nicht für Personalküchen, Gastronomie, Hotels, Modells und man soll damit, fällt schon das erste Probe aus, was ich mir überlegt habe, man soll damit keine harten Zutaten pürieren. Also würde ich jetzt mal sagen, zum Beispiel Eiswürfel sollen dann jetzt nicht püriert werden, wobei ich mich ja frage, wie schaut's denn aus mit harten Karotten, hä? Normalerweise auch nicht, erst wenn sie weich gekocht sind. Ah ja, und auf was man aufpassen muss, man soll es nicht drei Minuten lang ohne Unterbrechung nutzen. Falls ja, muss es 15 Minuten abgekühlt werden. Keines der Teile ist für die Mikrowelle geeignet und man soll nie Teile von Drittherstellern hernehmen. Beim Becher darf 80 Grad von den Zutaten nicht überschritten werden, weil sonst schmilzt er anscheinend. Der Geräuschpegel sind 85 Dezibel. Und ein Rezept ist dabei für Pesto Genovese. Das habe ich leider auch nicht da, die Zutaten, sonst hätte ich es gleich ausprobiert. Ja, und für einen Geschirrspüler, wie ich angenommen habe, ist es nicht geeignet. Hier steht nämlich dort, reinigen Sie die Messereinheit des Pürierstabs unter fließendem Wasser, tauchen Sie die Stromeinheit keinesfalls ins Wasser. Also nichts davon, dass man das jetzt im Geschirrspüler tun kann, sondern wir spülen es wieder mit Hand, aber unter fließendem Wasser. Okay, ein bisschen Enttäuschung, weil ich dachte, jetzt könnte man mal einmal was in den Geschirrspüler tun. Aber ja, mal schauen, wie sie es reinigen lassen. Wie ich schon gesagt habe, es ist ziemlich tief. Mein anderer ist flach, da ist er leicht zu reinigen. Ob das da auch so funktioniert, werden wir ausprobieren. Gut ist, dass ich nicht mit dem ganzen Teil zur Spüle muss. Verhindert es, dass eben diese Einheit da hinten nicht kaputt geht. Und das ist dann schnell gemacht, weil das auch besonders leicht ist. Da kann man schön hin und her und schön trocknen lassen. Das kann man dann schön in einer kleinen Schublade verstauen, mit einem Kabel. Normalerweise sollte man es nicht rundum wickeln, wir machen es meistens, aber da muss man aufpassen wegen dem Kabelbruch. So, vom Gewicht her, Wahnsinn, macht das jetzt eigentlich schon einen stabilen Eindruck. Also das Gerät macht schon einen stabilen Eindruck. Das Gerät macht einen stabilen Eindruck. Ich habe jetzt aufgrund der Bilder gedacht, das wäre jetzt einmal ein Akkustabmixer, weil das Kabel nicht abgebildet war. Bei uns müsste es ausreichen, das Kabel. Wenn es wieder zu lang ist, hast du wieder das Problem, dass das alles rumhängt. Wenn man jetzt die Steckdose nicht in unmittelbarer Nähe hat, hat man ein kleines Problem. Und was ich jetzt gerade gesehen habe, stammt das anscheinend von 2017. Romix, steht jetzt nichts weiteres dabei. Für was das ist. Für 2 Jahre. Soll Suppen, Smoothies und Pürees, soll das gut sein. Tomatensoße, denke ich genauso. Also werde ich das an der Tomatensoße ausprobieren mit den großen Stücke. Dann gibt's morgen eben Spaghetti. Na, bin ich jetzt doof? Jetzt kriege ich es nicht mehr dran. So, liebe Leutchen. Das war jetzt ein kurzes Unboxing. Ich werde schauen, dass ich euch vielleicht das Video noch machen kann, wo ich das püriere. Werde es dann dran schneiden oder ich werde noch ein Video dran schneiden, was ich davon mitgenommen habe von meinem Test. Und dann soll es ein Unboxing sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bei mir reinschaut. Bis demnächst, eure Petra.